Schokigutzli? Ja, scheiße. Wieso kommst du jetzt auf diesen Begriff? Weil ich dort hinten Schokigutzli sehe. Gut gerettet. Ja, ich heiße ja Wernli. Und am Telefon haben wir gesagt, wissen Sie, wie Gutzli? Und am Schluss hat mir die Adi Frau Gutzli. Seitdem sage ich nicht mehr Wernli wie Gutzli. Nein. Lachen? Heute sehe ich im SRF 3 gekommen, dass ich ein gutes Lachen habe. Das ist schön zu hören, aber es hemmt mich dann ganz wieder. Als wir den ersten Begriff gesehen haben, habe ich so fest rausgelacht. Dachte, nein, das kommt das Lachen schon. Aber ja, das kann ja, ich aber nicht. Es kommt ja einfach. Ja, es kommt du drückst es ja nicht raus. Nein, das, nein, es ist, nein, es ist wirklich, ja. Ja, es ist wie so komisch, manchmal. Sorry. Autofahren? Ich bin eine extrem gute Autofahrerin, wirklich. Das musst du auch in deinem Konto, das ist natürlich... Ja, aber nein, ich habe wirklich das Gefühl, ich kann gut Auto fahren. Ja. Ich bin einmal eingeschlafen, nach einem Skitag. Und dort hatte ich einen Totalschaden gehabt. Das war mein einziger Unfall gewesen. Das war dafür deftig. Aber, oi, oi. Ja, aber das ist mehr wegen dem Schlafen, nicht, weil ich es nicht konnte. Also im Schlafen kann ich nicht Auto fahren. Lampe? Lampe? Ist so der Einrichtungsgegenstand, wo ich mich am Schluss darauf achte. Das heisst, immer wenn wir irgendwo hinziehen, ist zuerst mal 5 Jahre irgendwie so, ah, ich müsste noch eine Lampe kaufen. Weil irgendwie so, finde ich es schwierig, eine schöne Lampe zu finden. Könntest du eine aufhängen? Weil ich finde immer so, das ist ja wirklich dann die hohe Kunst. Also sonst kannst du alles ein bisschen also, mal, aber handwerklich, aber die Lampen aufhängen. Ja, also so richtig, dass der Pöppel nachher so richtig oben hängt. So. Keine Chance. Autotune. Nein, also hör auf! Wieso? Autotune! Was ist das? Ja. Ich habe mein Ciao früher dann ein bisschen getuned, aber Auto! Nein, also das... Sagt ihr nicht viel? Das ist nichts. Hast du das Gefühl, nur weil ich ein Aargauer bin, habe ich irgendwie so runtergelassen? Nein, Autotune heisst natürlich die Stimme. Aha! So lustig! Aber da ja. Ich denke natürlich Autotune! Ja. Echt? Ey, nein, ich tune mit meinem Auto! Ich liebe Musik halt, ich liebe Live-Musik, liebe Unplugged und das ist weniger das Thema. Was hast du für ein Verhältnis? Ich finde es fast ein bisschen gut. So, macht mir selber ein bisschen Angst. Aber ja, ich tune mein Auto, dann kann ich.